Ich bin auf einem Samstag, glaube ich, hier reingekommen, ja, ohne Termin. Stand dann vor der Tür und dann hat man auch erst gesagt, oh, eigentlich samstags bräuchte man schon einen Termin, um hier bedient zu werden. Wurde aber dann trotzdem noch angenommen. Ich war auch sehr spät dran. Ich musste, habe dann echt gesagt, ich heirate in 2 Wochen war das, glaube ich, oder 3. Ja, und dann hieß es, oh, da bleibt natürlich nicht viel Zeit, ne? Dann haben wir anprobiert, geguckt, was passt nicht. Ich war auch mit 2 Freunden hier. Und ja, wir haben die passenden Stücke rausgesucht, schneidern lassen und dann nochmal zur Anprobe. Wenn man echt alles gefunden hat, und ich muss hier echt sagen, ich habe Glück gehabt, ich habe alles bei einem gefunden, ich musste mir nicht zusammensuchen, dann ist das echt schon, dann hat man, kann man einen Haken hintersetzen, dann sagt man, alles klar, das habe ich. Dann haben sie mir das auch fertig gemacht, mich angerufen, als mein Anzug dann fertig war zur Anprobe. Dann haben wir ihn anprobiert. Ich konnte ihn auch gleich hier lassen, weil ich bin so ein Chaot. Wenn ich die Sachen mit nach Hause nehme, dann entweder knicke ich sie, mache sie kaputt, finde sie nicht. Die Manschettenknöpfe zum Beispiel, die habe ich mit nach Hause genommen. Die habe ich am letzten Tag noch gesucht. Da habe ich, glaube ich, hier nochmal angerufen und gesagt, ja, das Schlimmste, was uns passieren konnte, ist aufgetreten. Ich habe meine Manschettenköpfe verloren. Und ich hatte auch ganz spezielle Eisblaue, die sie halt nicht so im Sortiment mehr hatten. Dann mussten wir uns halt was anderes einfallen lassen. War schon fast auf dem Weg hierher, hat meine Mama mich angerufen. Sagt, hey, ich habe deine Manschettenknöpfe gefunden, komm zurück. Also das war. Deswegen war ich auch echt froh, als man mir angeboten hat, sie können das gerne alles hier lassen. Am Tag der Hochzeit morgens vorbeischneien. Wir kleiden sie nochmal an und dann können sie von hier aus bequem losfahren. Mein Bruder hat 4 Monate nach mir geheiratet, der hat seinen Anzug auch hier gekauft. Und ich glaube schon, ich will nicht sagen, ich war der ausschlaggebende Punkt, aber er war zufrieden mit meinem Anzug, zufrieden mit meinem Feedback und dann kam er auch hierher.